Grüßt euch. Heute bei den Hausbauanleitungen tragen wir die Bitumen-Dickbeschichtung auf unsere Bodenplatte oder wie wir hier auf eine Mauer auf. Vom Workflow ist es absolut identisch. Ich werde aber etwas mehr auf die Bodenplatte eingehen. Wir nutzen dazu 1K-Dickbeschichtung. Das ist das ganz Typische für die ersten zwei Lagen. Später, wenn ihr zum Beispiel noch die Dämmung aufbringen wollt, nehmt ihr 2K. Der hat eine Klebefunktion. Vom Ablauf her. Wir werden zuerst die Außenseite ein bisschen verspachteln, dann kommt da die Grundierung drauf und danach, der große Teil wird sich mit der Bitumen-Dickbeschichtung beschäftigen, einmal wie man es außen aufträgt und dann natürlich hier, wie wir die Kante machen, damit das auch schön dicht ist. Ein paar kleine Tipps habe ich aber noch für euch, denn das Zeug, wenn ihr das einmal auf den Klamotten habt, es geht nie wieder runter. Von daher mein Tipp, holt euch. Das sind so Papieranzüge, die könnt ihr danach wegschmeißen. Sehr praktisch. Handschuhe, irgendwie ein paar ganz einfache. Dann auf alle Fälle billiges Werkzeug. Also eure gute Glättkelle oder so solltet ihr nicht nehmen. Ich habe mir jetzt aus dem Baumarkt eine geholt. Die ist komplett aus Plastik. Ja. Die fliegt dann halt auch weg. Oder wenn ihr irgendeine alte Kelle oder so habt, könnt ihr auch nehmen. Und was ich euch definitiv empfehle, das sind diese Knieschoner. Gerade bei der Bodenplatte, weil ihr die ganze Zeit auf den Knien seid. Meistens ist da unten ja alles geschottert und das drückt schon ganz schön arg auf die Knie. Und so kannst du auch bequem arbeiten und es geht halt wirklich, du kommst schneller vorwärts. Ja? Also von daher viel Spaß mit dem Video. Das Abdichten der Bodenplatte ist im Normalfall Auftrag des oder Aufgabe des Bauherrn, war bei uns zumindest so. Und wir mussten uns darum kümmern. Kann man entweder als Auftrag vergeben oder man stellt sich mal Nachmittag hin, macht selber und hat eine Menge Geld gespart. Genau das haben wir halt eben auch getan. Und von einem Schwierigkeitsgrad, es ist wirklich leicht, ähnlich wie Kuchenglasur aufbringen. Also meine Herren, es kann durchaus sein, dass die Damen da die besseren Skills haben für das Auftragen. Und ja, geht ja aber auch mal. Von der Arbeitszeit her rechnet mit 3-4 Stunden. Das ist quasi die Grundierung und zweimal das ganze Auftragen. Also braucht keine Angst zu haben. Könnt ihr wirklich machen, ist einfach. Wir fangen an mit dem Spachteln des Fundaments und dazu muss es sauber gemacht werden, damit kein Staub drauf ist. Nehmt euch so einen Handbesen und geht mal hier ordentlich drüber und auch in die Räume rein und dann ist schon gut. Jetzt nehmt euch ein bisschen Wasser, ich habe das hier in meine Schale reingetan und bestreicht die Stellen, die wir spachteln wollen, ordentlich mit Wasser. Wenn man das nicht macht, dann zieht quasi diese Wand unserer Spachtelmasse das Wasser raus und dann wird es so körnig brüchig und das wollen wir nicht. Dann spachteln wir mal. Ich habe mir dazu im Baumarkt so einen Blitzmörtel geholt. Das ist quasi wie so ein Schnellbeton und funktioniert ganz ähnlich wie Gips. Also wer gegipst hat, der wird damit auch ohne weiteres klarkommen und die alle anderen, es ist wirklich einfach. Dazu noch eine kleine und eine große Spachtel. Ja, hier so ein Gipsröhr, Dings da, so ein Becher. Und jetzt noch ein bisschen Wasser. Das rühren wir zusammen und tragen das auf. Zuerst machen wir einen Schwung Wasser hier rein. Brauchen da gar nicht so viel. Als zweites nehmen wir hier unseren Schnellmörtel. Wir kippen das auch nicht zu schnell rein, sondern wir verteilen das so ein bisschen. Machen das schön langsam. Bis so ein Türmchen hier draußen steht. Jetzt lassen wir das ein bisschen einziehen, so etwa eine Minute. So, jetzt noch so richtig schön verrühren, dass das alles klumpenfrei wird. Und ihr seht, wir kriegen dann so eine richtig schöne sämige Masse, ähnlich wie Kuchenteig. Die ist mir jetzt fast noch ein bisschen zu dünn. In dem Fall machen wir vorsichtig noch mal eine kleine Kelle rein. So. Schaut, jetzt wird das so eine richtig schöne sämige Masse. Wir müssen das so lange verrühren, bis alle Klumpen draußen sind. Wir füllen das jetzt grob und dick auf. Ihr solltet euch da auch nicht zu viel Zeit lassen.
Sonst wird es zu hart und ihr könnt es nicht mehr verstreichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr zum Feinspachteln noch mal ein bisschen Wasser hier drauf gießen und das Ganze mit Wasser noch mal ein bisschen abziehen. Wenn die Spachtelmasse getrocknet ist, geht es an die Grundierung und die gibt es ganz normal im Baumarkt. Ich nehme dann einen Eimer dazu, könnt auch so eine Schüssel nehmen und eine Tapezierbürste oder ich nehme hier so einen Handfeger und wir bestreichen das Ganze. Die Trocknungszeit sind etwa 45 Minuten. Das sollte normalerweise ausreichen, wenn ihr einmal um die Bodenplatte drum herum geht, dass die 45 Minuten verstrichen sind. Falls noch nicht ganz, ihr müsst ja auch da noch ein paar Vorbereitungen machen, für den Bitum und dann sollte das auf alle Fälle vom Workflow hinhauen. Falls ihr es nicht schon vom Spachteln getan habt, jetzt säubern, dass der ganze Staub weg ist. Ich fülle mir immer ein bisschen was ab. Eintauchen, bisschen abstreifen und schön hier drauf verteilen. Wer eine Bodenplatte hat, der macht ja hier auch noch Bitumen hin, damit er einen ordentlichen Übergang zur Katja Sprintfolie bekommt. Und da muss natürlich jetzt auch entsprechend was drauf von der Grundierung. Und dann legen wir mal los. Macht schön auch auf die Ecken, dass das geschlossen ist. Und im Normalfall reicht hier so ein 15-20 cm Streifen aus, wo ihr Bitumen drauf macht. Ich habe mal die Bitumdickbeschichtung aufgemacht und da ist so eine Folie drüber. Und wenn man da mal drauf drückt, dann sieht man, dass das eine richtig schöne weiche Masse ist. Die wird sich also auch gut verarbeiten lassen. So, jetzt können wir loslegen. Ja, sieht schon ein wenig abgefahren aus, aber Klamotten bleiben halt halbwegs sauber. Zuerst verteilen wir ein bisschen von der Dickbeschichtung hier auf unsere Kelle und tragen das auf die Glättkelle auf. Ihr müsst gar nicht so viel nehmen, lässt sich mit etwas weniger deutlich besser verarbeiten und ihr zieht das so ein bisschen glatt, dass ihr über die gesamte Fläche den Bitumen drauf habt. Ich hoffe, man sieht es jetzt gut, ich verrenke mich mal so ein Stück. Im Endeffekt ist das Auftragen von der Bitumenmasse ähnlich wie beim Schokokuchen. Ja, wir wollen ja da auch eine schöne 3-4 mm Schicht drauf haben, damit es richtig gut schmeckt und genau das ist das Ziel auch. Und viel schwieriger wie den Schokokuss auftragen ist es jetzt hier auch nicht. Wir fangen unten an, nehmen einen spitzen Winkel und ziehen das mit ja, so einem leichten mittleren Druck nach oben. Würden wir zu sehr drücken, dann haben wir die dünne Schokoladenschicht, die wir nicht wollen. Also Mitte ist ganz gut. Und ihr seht schon, wir haben hier eigentlich eine relativ saubere Schicht schon. Mit ein paar Stellen, wie hier fehlt was, hier ist ein bisschen zu viel und wir haben hier noch etwas Restmaterial. Wir können jetzt mit ganz leichtem Druck das noch korrigieren, indem wir hier was reinschmieren. Wir müssen schauen, dass das dann auch wirklich bis oben hingeht und jetzt gleichen wir das noch ganz in Ruhe aus und da reicht dann wirklich leichter Druck, ja. Und hier oben können wir das nochmal so ein bisschen abziehen. Hoch. Und schon haben wir eine recht schöne homogene Masse aufgetragen. Das werden jetzt ungefähr 2 mm sein. Wir werden später eine zweite Schicht drauf machen, damit der Schokokuss richtig schön kräftig wird. Und mit der zweiten Schicht ist es dann auch wirklich sauber abgeschlossen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier die Kante noch ordentlich hinbekommen. Da muss halt wirklich sauber drüber gehen und dann nehmen wir uns wieder unsere Kellen. Diesmal machen wir nur wenig Material hier drauf, verteilen das. Und jetzt ziehen wir ein bisschen hier oben drüber. Das kann erstmal ganz grob sein, das ist überhaupt nicht wild, solange bis das Material weg ist. Und nun nehmen wir die Kelle, ich hoffe ihr seht das, es ist gerade etwas eng zum Filmen, und machen das von unten und ziehen das so wieder glatt.
Vorhin haben wir ja von unten nach oben und dann rutscht man hier drüber und hat dann hier eine schmale Kante. Wir bleiben jetzt also hier und nutzen das bereits bestehende Material, damit wir quasi den nötigen Abstand haben. Und wenn ihr seht, dass noch irgendwo eine Lücke ist, einfach noch mal ein bisschen Material drauf und wieder ganz leicht abziehen. Bei der Bodenplatte brauchen wir hier noch einen kleinen Streifen, so eine Pommesgabelbreite im Prinzip. Denn hier kommt eine Sperrfolie drauf, so eine Katja Sprint zum Beispiel. Und die müssen ordentlich verbunden sein, das muss dicht werden. Und deswegen tun wir hier auf unsere Spachtel nur einen kleinen Bereich mit Masse und fangen jetzt an, das einfach glatt zu streichen. Und da ist es gut, wenn hier unten das noch nicht angetrocknet ist, damit wir eine ordentliche Verbindung hinbekommen. Denn wir müssen das Ganze halbwegs verstreichen. So. Wir wollen ja hier die saubere Kante beibehalten, dass das alles dicht ist. Deswegen nehmen wir hier unten wieder, nur ganz leicht. Hier oben dann auch ganz leicht, sodass wir uns hier quasi die Ecke schön erhalten. Und da ist es dann auch gut, wenn ihr ab und zu mal die Kelle richtig sauber macht. Dann geht es gleich viel besser. Wer mag, kann auch das mit einem kleinen Spachtel machen. Geht noch besser. Jetzt lassen wir das Ganze noch etwa eine Stunde trocknen. Dann kommt die Schicht Nummer 2 drauf und wir sind fertig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da und viel Spaß beim Hausbau.